Waffe. So. Pfeil. Ach, da unten sind auch noch zwei. So. Zum Schunken nach Schick vor Schunk, Jung aller Tag. Gut, du Schwert. Seid ihr so feige? Wie sind wir so schnell darüber gekommen? Das waren dann alle. Jetzt zu dem Jungen. Sauer. Jetzt können wir da wieder rüber, ne? Pfeil haben. Also. Wer hat denn noch einen? Macht der da unten auch einen? Ach, guck mal. War mir klar. Sie schießen nicht mehr. Es ist vorbei. Geh zu deiner Familie. Hab Dank, mein Herr. Die Brücke ist sicher. Sprich mit Mantas. Okay, damit. Oh, da hinten ist Feuer. Die Mongolen sind fort. Haben sie geschrien? Kümmert euch nicht um ihr Leid. Bringt eure Familie zum Miyoshi-Heilbad. Die Straßen sind gefährlich. Jawohl. Danke. So, Vorfall in der Yoshi-Schlucht. Wir haben einen Technikpunkt verdient. Juhu! Talisman der Unbeugsamkeit. So. Rüstungsschmieden. So, Tochter des Reisenden. So. Achso, siehst du? Wir hätten, ich hätte natürlich das erstmal anziehen müssen, ne? Ich depp. Oh, ich vergesse das immer wieder.
Okay. So, dann hier. Oder was heißt Dings? So. Schwertschmied. Wir brauchen den Schwertschmied, weil wir können das jetzt erweitern. So. Dann haben wir Artefakt. Zirpende Grillen. Grillen sind ein Symbol des Herbsts und Inspiration für eine Vielzahl von Gedichten und lyrischen Texten. Da ihr Gesang geschätzt wird, werden sie oft in kleinen Käfigen gefangen gehalten. Sie kommen überall in der Natur vor, auch wenn einige sagen, dass man sie besonders auf Friedhöfen, wo die Toten besänftigen. Vier Stück, um eine neue Melodie zu lernen. So. Und wir können die jetzt hier wegbringen. So, was haben wir hier? Haben wir abgeschlossen. Abgeschlossen. Da haben wir einen unentdeckten Ort. Einen goldenen Tempel. Gasthaus Reiseerholung. Das war ja Lager der Überlebenden. Und das Dojo. Bogenmacherin, Händler, Fallensteller. Okay, was haben wir hier? Achso, das war der Vor, genau. Da war die Fliege gerade. So, hier war die Masaka, gebrochene Schmied. Blut im Gras. Goldener Tempel. Oh Gott, was hier alles noch gibt, ne? Ich bin erst am Anfang. Unentdeckter Ort. Ich würde sagen, wir reisen da mal hin und machen hier eine Schnellreise hin. Ja, aber ich denke, ich darf die nicht töten. Also Dings, denke ich, darf ich nicht töten. Die Rehe, die gelten auch als heilig. Legendenerzähler. Was auch der Grund war, sein Geist war auf der Suche nach Erlösung im Trios. Legendenmodus, wie verlinken wir nur Schrecken? Hä? Nee, jetzt nicht. Dann könnt ihr mal knicken. Guck mal, jetzt wird gespeichert. Was ist bitte der Legendenmodus? Was ist denn bitte der Legendenmodus? Ich hätte irgendwie Interesse, das mal zu gucken, aber ich weiß jetzt nicht, was passiert. So, gespeichert habe ich ja eigentlich gerade. Aha. Ne. Nee. Okay. Das heißt, Karte verschieben. Kann ich den Ort nicht mehr verfolgen, genau. Schnellreise. Das heißt wohl, das ist so ein, was ist das hier, Multiplayer oder was? Okay. Auf geht's. So. Da ist er. Sakai! Sensei, was Neues über Tomoe? Ja, doch ob ihr schon bereit für sie seid? Ihr tut, als sei sie ein Dämon. Das ist nicht so abwegig. Tomoe ist furchtlos. Sie ist kein Samurai, aber eine geborene Mörderin. Die Art kenne ich. Nein, tut ihr nicht. Ja.
Der Sensei und die Schülerin. Kommt! Wo wollen wir hin? Zu einem Bogenschießstand. Ein Anwohner hat dort Mongolen gesehen. Ich vermute, Tomoe war dabei. Wenn Tomoe wahrhaft furchtlos ist, wäre sie eine gute Verbündete. Ein hungriger Leopard ist auch furchtlos. Leoparden meistern euren Weg des Bogens nicht. Lasst gut sein, Sakai. Sie schließt sich uns nicht an. Warum ist sie übergelaufen? Ich riskierte es, all mein Wissen mit ihr zu teilen. Als sie mich hinterging, bestrafte ich sie. Das war gewiss hart. Ihr wisst, was sie den Gefangenen in Fort Nakayama antat. Das war kein Fehler. Das war ihre Absicht. Und das hat sie nicht zum ersten Mal getan. Wir wissen nicht, ob sie Schuld hatte. Ihr nicht. Ich schon. Durch die Nacht mit Ishikawa. Da hoch, oder was? Ihr müsst dort hinaufklettern. Schafft ihr es da hoch, Sensei? Worauf wartet ihr noch, Sakai? Ja. Braucht ihr Hilfe, Sensei? Sag mir nicht, der ist von der anderen Seite einmal langgelaufen. Nicht schlecht, Sakai. Ihr meintet, man könne nur hochklettern. Nein, ich sagte, ihr müsst klettern. Ist eine gute Übung. Pfeile, mongolische und japanische. Falls sie hier waren, sind sie längst weg. Vielleicht finden wir ihre Spur bei der Zielscheibe. Hier ist kein Ziel. Bei diesem Wachturm. Nicht schlecht, Sensei. Findet raus, wo sie hin sind. Pfeile voll, Pfeile voll. Bewegung, Sakai! Da sucht das Ziel. Wie viele Mongolen bildet Tomoe aus? Ein abgetrennter Kopf. Ihre Zielscheibe. Sensei! Mongol! Oh. Die Pflaume muss ich jetzt essen. Alter, das ist Nummer 5. Ja.
Alter. What? Okay. Ey, das ist doch wohl wieder... Sensei, ich bräuchte Hilfe. Sie schafft. Sascha, Turgut! Sascha! Sascha, Sascha! Sascha! Sascha, Sascha! Oh. Dritten Versuch endlich hier. Gute Arbeit, Sakai. Mhm. Danke für die Hilfe. Hat er überhaupt geholfen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Gute Arbeit, Sakai. Danke. Da will ich jetzt noch schnell hin. Den Bambus hier mitnehmen. Schont ihr den Bogenarm, Sensei? Ich wollte sehen, wie gut ihr reagiert. Ihr wusstet, dass die Mongolen noch hier sind? Ja. Und ihr habt nichts gesagt? Ein paar Mongolen überfordern euch. Und ihr wollt es mit Tomoe aufnehmen. Das ist ein Krieg, kein Test. Und wie viele Kriege habt ihr gekämpft? Ich teste euch, wie es mir beliebt. Kein Wunder, dass Tomoe euch angriff. Nun gut. Wo ist sie hin, Sakai? Ich sehe mich um. Viele Spuren. Ein Dutzend Männer. Vielleicht mehr. Folgt der Spur. Wenn wir sie fassen, wartet nicht auf mich. Greift an und zieht weiter. Sonst seid ihr tot. Wollt ihr diesmal euren Bogen benutzen? Wenn wir sie finden. Und wenn nicht? Könnt ihr... Ja, ja. Ich will hier gerade mal meine... Habt ihr Besseres zu tun? Ja. Ich will meine Pfeile auffüllen, weil ich gerne noch ein paar Pfeile haben würde, weil ich ja so wenig habe. Könnt ihr allein ein Dutzend Soldaten besiegen? Wenn's sein muss. Gute Antwort. So, jetzt aber. Hier können wir das auch noch mal mitnehmen. Sind die wahrscheinlich da unten in diesem Dorf.
Oder in diesen Fort. Wahrscheinlich von meiner erhöhten Position. Kehrt zur Spur der Mongolen zurück. Seht euch das an. Sie üben, was Tomoe sie gelehrt hat. Mord an Unschuldigen. Geisel retten. Die Mongolen haben Geiseln genommen. Wenn die Gegner dich entdecken, fangen sie an, ihr Geisel hinzurichten. So. Die Wasserkampfhaltung ist sehr effektiv gegen Schilde. Okay. Wasserkampfhaltung. Effektiv gegen Schildträger. Schwere Angriffe fügen zusätzlichen Taumelschaden zu. Dreimal Schildbrecher. Dann gedrückt halten. Dann dit für Schlagwirbel. Halte. T gedrückt. Zu wechseln. Das wird ein Spaß. Wie viele Buttons willst du drücken? Oh, alle. Also dreimal Schildbrechen. Dann einmal halten. Dann für Schlagwirbel. Okay. Ich versuch's mir zu merken. So. Da sind auch noch Pfeile, sehr gut. Nehmen wir mal Vorräte. Halte RT gedrückt und B. Und jetzt aber gerade nicht wechseln. Weil wir die alle erledigt haben. Oder? Vorräte, ne? Helft mir! War da eine Japanerin bei diesen Mongolen? Ich konnte es nicht glauben. Sie gab ihnen Befehle. Was hat sie gesagt? Etwas über den Sensei und die heißen Quellen. Mehr habe ich nicht gehört. Verzeiht mir. Ich lehrte ein Monster, wie man jagt. Sie hörten, wie Tomoe den Mongolen Befehle gab. Sie erwähnte das Hiyoshi-Heilbad. Sie fängt gerade erst an.
Sakai. Eure Art zu kämpfen ist nicht der Stil eures Onkels und nicht meiner. Wir hatten noch nie einen Feind wie diesen. Ich tue, was ich muss, um zu siegen. Ein Samurai ist ein Wächter. Kein Mörder, der herumspringt wie ein Dieb. Ihr habt Komoda nicht gesehen. Ich habe genug gesehen. Ich weiß, es war brutal, aber ich trainiere nicht noch ein Monster. Ich weiß, das wird nicht passieren. Wenn Tomoe das Yoshi-Heilbad will, muss ich mich vorbereiten. Und ihr auch. Ich sehe euch in meinem Dojo. Talisman der Effizienz. Die Vergangenheit vergeht nicht. Sensei Ishikawas ehemalige faritische Schülerin trainiert mongolische Bogenschützen. Wir haben da ein paar davon abgehalten, eine kleine Siedlung zu verwüsten, aber Tomoe ist immer noch irgendwo da draußen. Ich werde Ishikawa in seinem Dojo treffen, um unseren nächsten Schritt zu planen. Okay. Du verdienst das Allerbeste. Dass ich mich jetzt frage, wie komme ich jetzt hier am besten weg? Ja, ganz normal hier lang. Mal gucken mal. Unentdeckter Ort. Fort Dings. Händler. Das Problem ist, die Händler funktionieren ja nur, wenn ich Dings mache, ne? Wenn ich die, wenn ich da irgendwie die da töte. Obwohl, warte mal, mir fällt gerade noch was ein. Techniken? Kampfhaltung? Pariere einen unblockbaren Angriff von mongolischen Schwertern. Okay, dann ausweichen. B und oh Gott. Heilungsparade wäre natürlich, ne? Obwohl, was war das? BX. Ja, BX ausweichen.